Moin und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ori and the Will of the Wisps. Wir sind voraussichtlich im ersten Dungeon, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mein Hirn wird ordentlich zu Matsch verarbeitet, wie wir es in der letzten Folge schon gesehen haben. Ich konnte überhaupt nicht mehr denken. Gut, du bist immer noch nicht. Also ich muss dann deutlich hier oben lang. Ja, das wissen wir inzwischen. Das steht, glaube ich, fest. Aber was da unten ist, kein Plan. Wahrscheinlich nichts. Gott. Ja, und das habe ich auch nicht mehr erkannt, dass man hier ran kann. Hätte ich das überspringen können. Egal. Egal. Wie komme ich da oben hin? Wenn ich fragen darf. Ich frage für einen Freund. Gehen wir erstmal hier lang. Oh nein. Nein, 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 nein. 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 Halte dich fest, Ori. Kannst du doch bestimmt darüber schleudern. Oder? Kannst du nicht. Nein. Schade. Gibt hier so viele Wege. Soll ich da unten überhaupt hin? Was ist hier? Oh Gott. Hier soll ich hin. Okay. Was bringt mir das alles, das so zu drehen? Kann ich hier irgendwas sammeln? Muss ich irgendwo hin? Ich muss da oben wahrscheinlich hin. Ist mir das jetzt möglich dadurch? Oder muss ich das nochmal drehen? Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir ganz oben waren. Nee, auch nicht. Ich bin dermaßen verwirrt. Hier oben komme ich auch nicht weiter. Ich komme hier runter. Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Komm ich hier weiter? Nee, hier hänge ich auch drin fest. Da geht es definitiv nicht weiter. Oh Gott. Hier muss ich weiter. Ah, das war wieder klar. Den nächstbesten Laserstrahl reinspringe. Hier kann ich rein. Oder auch nicht. Boah, wie enttäuschend. Komm ich hier hoch? Oder ist das der Rückweg? Gilt das jetzt als der Rückweg? Ah, das gilt als der Rückweg. Ja gut, das will ich jetzt nicht. Ne, das bringt mir gar nichts. Okay. Das ist nur der Rückweg. Gut zu wissen. Scheiße. Ich kann das noch nicht so ganz abschätzen. So, jetzt muss ich, genau. Da oben noch was? Außer der Tod? Jetzt starte ich schon wieder hier. Bäh. Schneiden. Dafür habe ich ja das Schnittprogramm. Oder halt das Capture Card Programm, wie auch immer. Was schon wieder drauf reingefallen. Ich muss das besser abschätzen können. Ih, was ist hier? Nein. Lass mal das Fieder in Ruhe. Aber das tötet. Yes! Ich will auch den Loot haben. Hä? Du lebst doch, als ob. Im Leben. Oh Gott, hier sind Stacheln. Nein! Nein! Oh, Junge! Guck mir das doch nicht an. Scheiße, aber auch. So eine asoziale Scheiße. Nein, sterbe ich. Ist mir egal. Was rede ich jetzt? Ich
so, als ob ich Zeit habe, um meine Batterien zu laden. Nach was sollte ich eigentlich nochmal suchen? Ich sollte irgendwas suchen in der letzten Folge. Ein Kompass, oder? Ich glaube, ein Kompass wollte er haben. Ich habe nichts gefunden. Warte mal. Der verlorene Kompass. Ja, das ist doch da, oder? Jenseits der Tür, hat er doch gesagt. Da bin ich doch reingegangen. Da bin ich doch hier hin, ne? Finde Tox Kompass. Also muss er doch hier irgendwo sein. Jenseits dieser Tür hier. Ja, aber wo? Das ist die große Frage. WTF. Soll denn hier was sein? Moment mal. Nee. Das ist ja so ein Quatsch. Was ist hier? Hier ist irgendwas Verstecktes. Vielleicht werde ich ja hier fündig. Nee, ich war hier doch überall schon. Verlorene Kompass. Ja, wo soll der denn sein? Hä? Da oben? Ist das der? Hier? Eisennadel. Das ist ein neuer Questgegenstand. Und zeig ihm im Wasser von Norden. Hervorragend, um sich zurechtzufinden. Das ist der Kompass? Das ist aber nicht sonderlich viel übrig geblieben. Okay. Na, wenn es dich zufrieden macht, wenn ich den zurückbringe, dann ja. Ah, warte, hier ist er noch. Okochamo. Ja. Gehe ich dafür? Angolik-Erz, okay. Aber können wir irgendwie dieses Dorf oder was es da war, zusammenbauen wieder. Da konnten wir zum Beispiel mal, wenn mich nicht recht entsinne, einen Speicherpunkt craften, aber mehr konnten wir nicht machen. Wenn mich nicht alles täuscht. Was ist hier? Hier oben ist auch ein Gorlek-Erz, wenn das hier das sein soll. Hier, war ich hier hinten schon drin? Ich glaube, ja. Hier unten war ich noch nicht. Ich möchte gerne mal ganz unten wieder mal gucken, ob ich, wo ich noch nicht drin war. Hier drin, hier war ich doch noch nicht. Nein, 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 ich darf festhalten. Du bist so ein Opfer. Komm ich hier hinten irgendwie hin, irgendwie. Denn ist was. Ja, aber ich komme da nicht hin. Wegen dem Giftwasser. Okay, also das kann ich noch nicht machen. Aber ich wollte ja mal. Ja, hier komme ich auch. War mir auch schon klar. Da komme ich eh nicht weiter wegen dem Giftwasser. Aber dann haben wir das jetzt wesentlich mal bestätigt. Das kannst du alles noch nicht machen, ehe ich den Dungeon geschafft habe. Fuck, Mann. Ich gehe auch da erst hin, wenn ich den Dungeon fertig habe. Ist mir zu blöd, jetzt hier die ganze Zeit rumzueiern. Muss ich alles wieder rausschneiden. Moin, moin. Was habt ihr hier eigentlich für ein Problem? Den langweiligen Mistviecher. Oder was auch immer ihr hier darstellen sollt. Komme ich jetzt noch weiter nach oben? Oder ich komme jetzt höchstens da zu dem, Das ist ein Geistersplitter, ne? Ne, das ist kein Gorlex, erst ist ein Geistersplitter. Wie komme ich da ran? Wie zur verdammten Hölle komme ich da ran? Keiner weiß es. Und ich erst recht nicht. So, was ist hier? Ah, sind wir hier ganz oben, okay. Oh, achso, ja, stimmt, das Lichtlein, was uns begleitet. Ist jetzt nicht sein, wie im ersten Teil, ist aber irgendwas anderes gewesen. Irgendein anderes Geisterlicht. Aus Niven. Der Brunnenquell beherbergte einst eine große Bibliothek, Ori. Wissen floss wie Wasser durch seine Mauern. Jetzt ist vieles, was einst war, verloren. Das Wasser ist still. Und verschmutzt, wie wir hier sehen. Und voller Mistviecher, die Stress wollen. Und du? Oh, fair.
Die Legende war ein wahrer Geist. Die Brunnenquellbibliothek sieht nur all das Wissen an. Aber es ist doch einfach so eine faulige Präsenz ganz in der Nähe. Du riechst es auch nicht. Du riechst es nicht? Der Geruch scheint von irgendwo da oben zu kommen. Siehst du es dir mal an, während ich in diesen Büchern blättere? Falls du Fähigkeiten natürlich verbessern möchtest, wende dich an mich. Okay, gut. Achso, das war der Typ, bei dem wir die Fähigkeiten verbessern können. Da sagt mir was. Da haben wir bei uns schon diesen Stachel gekauft. Explodierender Stachel. Stachel explodiert bei Treffern. Schnellreise. Selektiere Geisterportal auf der Karte und teleportiere dorthin von überall. Das Ding extrem geil und vor allem gut fürs LP. Das machen wir auch. Und Schuriken brauche ich jetzt nicht unbedingt. Geisterstern. Geisterschlag. Und Umschlag. Zerstört einen stabilen Boden. Machen wir das noch. Dann müssen wir wieder sammeln. Aber da. Der Eingang soll allen außer den Aufmerksamsten verschlossen bleiben. Viel Glück. Wissen der Geister. Was auch immer. Huch. Findet sich das Wissen zur wahren Meisterung der Geister irgendwo unterhalb, unterweit der Mitternachtshöhlen. Keine Ahnung. Brunnenquelllichtung. Das war der Ort, wo wir... Ah, hier ist es hier, ne? Wiederaufbau der Lichtung. Ja, genau. Da waren wir am Anfang. Da haben wir uns einen Spawnpunkt gecraftet. Da ganz unten. Hier ist ein Speicherpunkt. Das ist awesome. Geil. Komme ich hier irgendwie hoch? Teleportieren kann ich mich ja auch jetzt bei dem. Warte mal, ich kann immer kurz. Moment. Ging das? Hier. Ach, hier. Entschuldigung. Machen wir diesen Dings da weg. Wow. Ich schwinge so einen Hammer. So einen Geisterhammer. Das sieht ja awesome aus. Nice. Da habe ich mich scheinbar für genau das Richtige entschieden. So, was ist jetzt? Gibt es hier noch irgendwas? Mysteriöser Samen. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Okay, ist alles für irgendwelche Quests oder so. Die ich aber scheinbar noch nicht habe. Ist ja nice, wenn ich schon Items sammle, von denen ich noch gar nicht, angenommen habe. Interessant. Dann werden mir die später dann halt erleichtert. Was ist denn hier? Ist hier ein Boss? Wow! Hi. Danke. Für wer? Eine faulige Präsenz. Oh oh. Boss? Oder Flucht? Vorwärts, Beeilung. Flucht ist wohl angesagter, oder? Okay, also eher eine Flucht als Kampf. Eieieiei. Ich hätte mir eher einen Bosskampf gewünscht, weil im ersten Teil haben wir schon genug Fluchten. Aber gut, wenn ihr unbedingt noch eine Flucht haben wollt, könnt ihr gerne haben. Oh Gott. Wenn ich nur Rennen brauche, ist ja alles gut. Wird aber nicht alles sein. Auch Stoßen und alles mögliche. Und das Seil und alles. Warum hängst du dich daran? Oh Gott. Aber ich stelle mich doch fürs Erste eigentlich gar nicht schlecht an. Oh Gott. Schnell. Oh Gott, Alter.
Oh, wie awesome! Schnell! Oh Gott! Ich hab's jetzt nicht first tried, oder? Das war noch nicht alles. Na! Wow! Wow! Fuck yeah! Also was das angeht, habe ich es immerhin noch drauf. Im ersten Teil habe ich ein paar Mal gefailt, aber hier bin ich wohl scheinbar nicht mehr aus der Übung. Cool. Oder es war einfach zu einfach. Oder es war ganz einfach gesagt zu einfach. Weiß ich nicht. Aber ich habe da jetzt eigentlich keine Probleme gehabt. Aber es sah fucking geil aus. Awesome. Du bist äußerst mutig, so nass. Ja, so geschwitzt habe ich. Wir müssen das Quarlock. Ja, erzählen. Was auch immer. Die stillen Szenen, das Wasser fließt wieder und die Mühle über. Die Mühle. Überbringe Quarlock die frohe Kunde. Okay. Aber das kann ich auch hier wieder hin, ne? Jetzt ist das Wasser wieder sauber. Es ändert übelst an den. Oh, hi. Oh Gott, ich kann unter Wasser nicht angreifen. Es erinnert übelst an den Ginsu-Baum aus den Orient the Blind Forest. Und genauso wie in Orient the Blind Forest habe ich noch eine Luftanzeige. Später hat man ein Upgrade gehabt, wo man endlos tauchen kann. Also endlos Luft hat. Aber hier müssen wir uns das noch erarbeiten. Eventuell ist bestimmt wieder so ein Geistersplitter. Hier ist noch ein Gorlek-Erz. Sehr nice. Macht doch hier wieder massiv Spaß, sich umzuschauen. Warte, hier muss ich. Oh Gott, nein. Weiter schwimmen. Also ich habe zumindest jetzt keinen Weg gefunden, unter Wasser anzugreifen. Oh Gott. Wäre auch schön, wenn ich wüsste, wo ich lang muss. Oh Gott. Was ist das? Oh Gott! Oh Gott! Hoch! Okay. Wow! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Yes! Okay, gut dann so. Komm ich da rüber? Okay, einfach springen. Oh Gott, was bist du? Dich kann ich mich gar nicht erinnern. Oh Gott. Okay, ich muss die abschießen, dann explodieren die. Ist sicherer. Was bist du für ein Assi? Das weiß ich nicht. Das kann ich noch gar nicht. Oh Gott, 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 oh Gott. Bam! Bam! Boah, ist das Ding OP. Ha! Das Ding ballert. Der Hammer. Der ist ja wirklich der Hammer. Mal. Ah, scheiße, nicht getroffen. Oh Gott, was hast du hier? Breakdance. Breakdance für Arme. Oh, bam! Yes! Wie geil ist das denn? Komm, stirb. Explodier. So. Zwei Schüsse und dann ist er tot. Merke ich mir. Ist da oben noch was? Leuchtet irgendwas? Warte mal, also es ist ein geisterliches Gefäß. Nein. Warte mal, da oben. Yes. Eieieiei. Kann ich hier wirklich unter Wasser nicht angreifen? Nee, kann ich wirklich nicht. Das ist ein Scheiß. Wie komme ich hier? Achso, das müsst ihr einschlagen. Okay, gut. Warte, ich hole kurz Luft. Hier hoch? Nein, das sind zum Luft holen, wenn mich nicht alles täuscht. Oh Gott. Was ist das hier? Licht? Aber keine Luft. Hier. Bockt aber halt, muss man echt sagen.
cool. So ein geisterlich Gefäß, cool. Oder nur geisterlich, das macht einen Unterschied, ob es geisterlich Gefäß oder nur geisterlich ist. Ich glaube, geisterlich Gefäß wird ein bisschen mehr gefeiert. Hier ist auch noch geisterlich, hier klebt es überall rum. Ist das? Oh Gott, das ist eine Strömung. Oh Gott! Noch tiefer. Werde ich Luft holen. Was ist hier unten, Alter? Aua. Hier unten geht's übelst weit. Dann schieß mal hier ab. Komm mal her. Komm, schieß. Oder soll ich von der anderen Seite kommen? Warte mal. Kann ich Luft holen? Ich konnte hier irgendwo Luft halten. Oder auch nicht. Hier ist ein Spawnpunkt, als ob hier mitten unter Wasser. Einfach so völlig random so ein Speicherpunkt. What the fuck? Das ist mal völlig random. Mehr, schieß mal. Schieß. Schieß. Mach kaputt hier. Ich sagte, mach kaputt. Kannst du nicht, oder? Bist du blöd dazu? Na gut. Jetzt hier rein. Komme ich hier wieder raus? Komme ich nicht mehr raus? Reicht nicht. Ja, ich habe es soeben alle Knöpfe ausprobiert. Ich komme hier nicht mehr raus. Das ist ja ein Joke. Na, ich war doch kurz davor, ey. Was soll denn der Scheiß? Ich habe keinen Plan, wie ich hier wieder rauskomme. Kann ich hier unter Wasser dieses... Oh. Ja. Also vieles kann ich ja unter Wasser nicht machen, aber ausgerechnet dieses Parieren, das kann ich schon. Dieses Stoßen. Ja, cool. Das fällt mir ja früh auf. Komm, mach mal hier. So, ich kann nicht, also die gegnerischen Partikel kann ich parieren und mich dann wegstoßen. Und damit kann ich die Dinger dann halt aufbrechen. Dann muss ich das da oben auch noch zerstören. Warte mal. Hier nochmal. Okay, warte, ich hole noch kurz Luft. Das ist ja fucking nervig, ey. Ohne ohne endlos Luft. So. Wofür habe ich den Spaß jetzt gemacht? Wofür bin ich hier? Also hier wird sich schaltet sich nach und nach eine zusätzliche Karte frei. Was mir das aber bringt, habe ich keine Ahnung. Hier war ich doch schon. Ich bin komplett bescheuert, hier war ich doch schon. Hä? Schneller schwimmen, ja, das weiß ich inzwischen schon. Das hast mir schon dreimal gesagt. Ich verstehe halt überhaupt nicht den Mehrwert, warum ich jetzt hier diese Mühle hier aktiviert habe. Das bringt mir halt einen Scheißdreck hier. Das dreht sich jetzt halt hier, aber da drüben komme ich trotzdem nicht ran. Und optional ist das Ding auch noch, weil ich könnte jetzt schon zurück zu Quarlock und das berichten, aber... Das hier, dieser Ort hier, ist Stand jetzt absolut unnötig. Warum ich dieses Rad da aktiviert habe, kein blassen Schimmer. Kann gar nichts damit machen. Aber warum habe ich das aktiviert? Der Strom hier ist immer noch da. Das könnte ich ja wesentlich an das Geisterlicht da unten ran. Aber das, ja, stößt mich halt nur nach unten und dann bin ich wieder hier. Da, wo ich vorhin die ganze Zeit ging. Die Gegner sind auch wieder da. Ich gehe mal woanders suchen. Und dann bin ich auch gestorben. Oh, leck mich. Cool, habe ich immer. Oh Gott. Habe ich hier mal einen Weg gefunden? Schneller zu schwimmen? Ja, das weiß ich doch schon. Ich brauche hier wieder diese Partikel. Komm mal her.
Schieß. Ich hasse diese nutzlosen Wände, die man einfach nicht sehen kann. So, damit habe ich jetzt so wieder... Kein Fragment, wieder keine Lebenszelle. Ich dachte, ich habe jetzt zwei. Hä? Oder habe ich beim letzten Mal eine Lebenszelle bekommen? Weil normalerweise, sonst hätte ich doch jetzt eine bekommen. Hä? What the fuck? Weil wie komme ich hier wieder raus? Oder weiter? Was auch immer. Ja, was ist hier? Wo bin ich? Wo zum verfluchten Teufel bin ich? Was ist da hinten? Es wird immer verwirrender. Boah. Okay. Das stand ja dazu, dass man damit instabilen Boden zerstören kann. Ich kann doch den Gegner selbst nutzen, ja. Nicht nur ein Partikel können dafür genutzt werden. Bin mir sicher, dass dieses Wasser war davor vergiftet, aber jetzt nicht mehr. Oder beziehungsweise verschmutzt, wie auch immer. Oder ist noch so einer? Bam, da hat sich der Hammer sehr gut bewährt. Ja, habe ich gekillt, sehr schön. Ja, Gott. Fragment einer Energiezelle. Ja, ich glaube, ich habe davor wirklich welche bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ich hatte davor 6 Energiezellen und 6 Lebenszellen. Und ich habe da immer eine bekommen. Ich habe es nur nicht gemerkt. Lol. Da komme ich zum Anfang jetzt zurück. Ich glaube, hier war unser Anfangsgebiet. Kann es sein? Ja, Tintenmoor, genau so hieß das. Also hier kann ich mich zurückkämpfen. Will ich das oder will ich das nicht? Theoretisch würde ich gerne nach hier oben, um zu diesem Geistersplitter hinzukommen. Allerdings ist das wieder ein großer Weg zurück für mich. Also, nein! Oh Gott. Kann ich mich hier irgendwo zurückporten oder so? Gibt es irgendwie einen Teleporter? Hier, da oben. Wow, cool. Ja gut, ich würde mal sagen, können wir hier gleich absprechen und die wirklich lange Folge beenden. Wenn es euch wieder mal gefallen hat, dann lasst ein Like da, wissen wir es mal. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Ori and the Will of the Wisps. Wahrscheinlich für heute nicht mehr, weil mein Kopf wurde komplett zu breit zerschlagen von diesem Spiel. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.